Hallo, hier ist Martin Baron von Gottes Haus und ich möchte dir gerne für die jetzige Situation, gerade wenn die Leute isoliert sind, allein sind, Furcht haben, einige interessante Tools empfehlen, die du nutzen kannst, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen oder das weiterzugeben oder es weiterzuleiten, gerade in der jetzigen Zeit, wo viele Leute sehr offen sind. Und ich glaube, dass der Herr uns da einige wirklich coole Werkzeuge zur Hand gestellt hat. Gut, und das allererste, was ich dir empfehlen möchte, ist vom Missionswerk Christus für alle Nationen, CEFAN. Die haben schon vor vielen Jahren ein wunderbares Büchlein herausgebracht, vom Minus zum Plus, vielleicht kennst du es sogar. Dieses Buch hat weltweit in den verschiedenen Sprachen eine Gesamtauflage von über 95 Millionen erreicht. Und kein Mensch weiß, wie viele Hunderttausende, ja vielleicht Millionen von Menschen sich durch die Lektüre dieses richtig gut gemachten Traktats, Büchleins, bekehrt haben und gerettet worden sind. Und CEFAN hat jetzt, gerade jetzt zu dieser Corona-Aktion, eine super Aktion geplant, wo Leute, die dieses Buch einfach nutzen, um das Evangelium weiterzugeben, es extrem günstig dort bestellen können. Das läuft also nicht über uns, das musst du direkt auf der CEFAN-Seite machen, die ist hier eingeblendet. Und da ist es so, normalerweise kostet das Heft, das sind 32 Farbseiten, sehr ansprechend gemacht, 1,50. Übrigens gibt es bei CEFAN noch was anderes, sehr Interessantes, und zwar eine wirklich gut gemachte Newsletter-Serie, jetzt gerade auch zu dieser Corona-Krise. Die hat vor ein paar Tagen begonnen und die läuft über 2 komplette Monate, 60 Tage, Immun gegen Angst, wo jeden Tag, also es eine richtig gute, ermutigende, aufbauende, kleine, gut zu lesende Bibelstudie gibt. Das ist also für dich, wenn du dich da einklinken möchtest. Oder natürlich auch, wenn du die weiterleiten willst, andere Leute darauf aufmerksam machen willst. Das gibt es auf Facebook, auf der Webseite, natürlich als Newsletter, was das Beste ist, wenn du den abonnierst. Sehr coole Sache, für dich, aber auch für andere. Gut, dann möchte ich dir noch ein anderes interessantes Produkt vorstellen, was am 27. März, also gerade super aktuell, erschienen ist. Und zwar ist das ein kleines Büchlein, Der Ausweg aus der Corona-Krise und mehr, von Christoph Heselbart und einer weiteren Person geschrieben. Dieses Büchlein setzt natürlich genau aktuell jetzt da an. Das ist ein Buch auch für Menschen, die am Rande der Gemeinde stehen, so ein bisschen offen sind oder sowas, für die ist das cool. Ein Büchlein, was wirklich Herzen bewegen kann, berühren kann, ist auch Psalm 91 drin und so weiter, passt also in die jetzige Situation. Sehr zu empfehlen. Dieses Büchlein ist 40 Seiten, kostet 4 Euro, kannst du bei uns im Shop bestellen. Grundsätzlich gilt für alle Literatur, die du weitergibst, um Menschen einfach dem Glauben näher zu bringen, bete dafür. Bete für die Leute. Lass dir vom Herrn zeigen, wann was dran ist, wem du was weitergibst. Aber lass die Zeit nicht ungenutzt vorbeigehen. Nutz die Gelegenheit gerade jetzt, wenn die Leute in besonderer Weise offen sind. Nutz sie, wenn sie zu Hause sitzen und wirklich Zeit haben, auch was zu lesen. Es ist wirklich gut, das jetzt einzusetzen und Menschen zu segnen. Diese Bücher, diese Traktate können in der jetzigen Phase für Menschen entscheidend sein, wo sie ihre Ewigkeit verbringen. Deshalb lass uns die Zeit, wie die Bibel so schön sagt, auskaufen. Ein anderes Produkt, was wir schon also wirklich viele, viele, viele tausend Mal verschickt haben, ist hier dieser Spaziergang. Dieses evangelistische Booklet habe ich gemeinsam mit meiner Frau geschrieben und es ist ein ganz anderer Ansatz, als normalerweise so Traktate oder solche evangelistischen Schriften sind. Es fängt mit einer, na sagen wir mal, so einer Art Fantasiegeschichte an, von jemand, der gestorben ist und der von einem Person, sagen wir mal einem Engel, in die Ewigkeit hineingebracht wird und wie das empfunden wird und so weiter. Sehr interessanter Ansatz, auch gut übrigens für Leute, die, sagen wir mal, sich mit Esoterik beschäftigen oder sowas geeignet. Da ist ein Übergabegebet drin, für jemanden, der sich zum ersten Mal entscheidet, auch ein Wiederübergabegebet. Es ist eine Entscheidungskarte drin, du kannst deinen Namen eintragen, damit die Leute wissen, wo sie sich hinwenden können. Es sind erste Schritte im Leben als Christ drin, was wichtig ist und so weiter. Wirklich eine evangelistische Schrift, wo wir ganz, ganz viel Liebe und Herz reingesteckt haben, um Menschen damit zu erreichen.
Auch das ist etwas, wo du bitte betest, wem du das weitergibst. Das ist also nichts, keine Streusendung dafür gedacht. Ne? Dieses Heftchen kannst du bei uns kostenlos bekommen. Das wird über Spenden finanziert. Wir senden dir das gerne zu. Du kannst auch gerne erstmal eins bestellen und sagen, ich will mir das erstmal angucken, was das ist. Das ist etwas, was wir dir sehr aufs Herz legen. Diese Broschüre besteht aus 36 Farbseiten. Du kannst, wenn du es dir einfach mal anschauen willst, das auch online machen auf unserer Webseite. Dort kannst du es sehen. Kannst es auch als PDF runterladen, auch gerne weiter schicken, wenn du möchtest. Wir wollen einfach, dass das rausgeht. Ne? Du kannst es über unseren Shop bestellen. Allerdings bei unserem Shop ist es so, da ist so ein Automatismus drin, dass da die Versandkosten immer berechnet werden. Wenn du nur das Büchlein bestellst und sonst keine Produkte, dann entfallen die Versandkosten natürlich. Stellen wir dir nicht in Rechnung. Andererseits ist es so, wir leben zu einem Teil von unserem Shop und freuen uns natürlich, wenn du da auch mal ein bisschen rumstöberst und guckst, was da für Bücher sind. Wir haben alle Bücher selbst gelesen. Die Bücher sind also wirklich gecheckt. Da ist nicht irgendwas dabei, wo wir sagen, da können wir nicht dahinter stehen. Es sind sehr gute Bücher, auch gerade für Leute, was weiß ich, mit Angst oder mit Thema Armut, mit Zweifeln. Einfach für die jetzige Situation auch durchaus gedacht. Aber auch andere Themen wie beispielsweise Befreiungsdienst oder das große und riesige Thema und wichtige Thema von Heilung. Zum Schluss möchte ich dir noch etwas empfehlen. Und das ist dieses hier. Ein geistlicher Tsunami. Diese Broschüre habe ich vor einigen Jahren geschrieben, 24 Farbseiten. Die ist allerdings, ich weiß nicht, wie viele Tausende wir davon verschickt haben, inzwischen nicht mehr so als gedruckte Version erhältlich, aber du kannst es als PDF bekommen. Das Interessante hierbei ist, verschiedene Worte, die der Herr gesagt hat, prophetische Worte, ganz kurz und knapp gefasst, zu Deutschland, zu Europa, was auf uns zukommt. Und das ist eben ganz anders als das, was man so in diesen Endzeit-Horror-Szenarien-Büchern liest. Das ist wirklich interessant, was der Herr sagt, was auf uns zukommt, nämlich eine Welle von Kraft, von Power, von Reich Gottes, von Licht, von Segen. Und zwar musst du das so verstehen. Auf der einen Seite in der Welt herrscht Finsternis, die immer krasser wird. Auf der anderen Seite, zeitgleich, baut sich das Reich Gottes dramatisch auf und da ist Licht. Und das ist genau das, was Jesaja sagt. Finsternis bedeckt das Erdreich, aber über dir strahlt das Licht auf. Das passiert parallel, das passiert zeitgleich. So, und es ist wichtig, dass man nicht nur auf die Seite der Finsternis schaut, was viele Leute machen, die auch gerade sich mit Endzeit beschäftigen, sondern dass du den Blick hast und sagst, Moment mal, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und es gibt auf der anderen Seite das immer stärkere Hervorkommen des Reiches Gottes, des Lichtes, des Segens. Und das ist etwas, was du hier in dieser Broschüre findest, was der Herr gesagt hat, was auf uns zukommt. So, ich lade dich also ein, auf unserem Webshop mal zu schauen, dir hier diese Broschüren runterzuladen oder bei uns den Spaziergang zu bestellen und natürlich bei Zephan auch zu schauen mit dieser Newsletter-Serie, die extrem gut gemacht ist und diesem wirklichen Dauerbrenner, dem Klassiker von allen evangelistischen Traktaten vom Minus zum Plus, was du dort bei Zephan auf der Webseite bestellen kannst. Lass uns die Gelegenheit nutzen, gerade jetzt Menschen auf diese Weise mit dem Evangelium zu erreichen. Gott hat mehr für uns alle.